Denkst du, Mariah Carey schläft in Seidenunterwäsche? Ah, darling, never in her life. Never. Mariah Carey schläft nur in Gummi-Drecksunterwäsche. Und genau das werden wir heute nachmachen. Hello, 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 bitch. Guten Morgen, meine Diamanten. Eure Lieblingstonne ist wieder in der motherfucking building. Freundlicher und vor allem depressiver denn je. Schön. Ich möchte gar nicht lange darüber labern. Heute bin ich einfach angepisst, weil heute mit hundertprozentiger Sicherheit wird der dümmste Video, den ich jemals gedreht habe, sein. War das Deutsch? Heute für euch habe ich wieder ganz, ganz tolle Videos. Videos, die mein IQ noch tiefer bringen werden. Manche eine Kampagne adesso, ich schwöre, mein Tod wird immer näher. Deswegen abonniere dich, weil ich bin nicht mehr lange auf diesem Drecksplanet. Ich bin zu alt für diese Scheiße. Könnt ihr bitte einen Krankenwagen rufen? What the fuck? Larissa hat schon wieder zu viel Joints geraucht. Sie hat sich das Gehirn einfach tot geraucht. Bitch, what the fuck? Ich kannte Larissa und ihre Gollumsfüße schon seit Jahren und schon damals war sie lustig. Ganz ehrlich, wenn ich meine fucking Flipflops zu Hause vergessen hätte, ich würde lieber barfuß laufen. Die Leute werden denken, dass du einfach ein kompletter Idiot bist. Lieber bekomme ich eine Pilzinfektion, anstatt mit Binden auf meine Füße rumzulaufen. Aber wir sind hier bei Raffas Plastic Life und ich werde mit größtem Vergnügen diese Beauty Hack probieren. Ich habe von meiner Schwester da ein paar Binden, weil Mama ist steril wie eine Operationssaal im Krankenhaus, ja? Hello, darkness, my old friend. Das Praktische an den Binden ist, die kleben ja auch. Und man kann sie ohne Probleme dann an die Füße kleben und dann man verliert somit niemals die Flipflops. Living the fucking fantasy. Kann mich bitte jemand erklären, was diese fucking Scheiße ist? Die fucking Binde löst sich noch dazu. Jemand kommt zu dir und sagt, Bitch, deine Flipflop löst sich. Es löst sich genauso wie mein Stolz. Also, erster Hack war für mein fucking Arsch. Wie pleite musst du sein, dass du dir nicht mal ein Foundation von Essence dir leisten kannst? Vor allem, was für eine Abdeckkraft kann dir fucking Kaffee geben? Wenn man wie Kotze, wie ich gerade ausschaut, man braucht Beton. Jedes Mal, dass ich mich schminke, muss ich eine Baugenehmigung eingeben. Ich denke, Kaffee ist nicht stark für meine hässliche Fresse genug. Aber bei Raffas Plastic Life machen wir sehr gerne solche Experimente. Ich habe hier ganz tolle Kaffee. Eine wunderbare Maske habe ich hier. Ey, Waffenkuhle auf den Teppich. Jetzt habe ich einen braunen Teppich. Oh, bring mich um. Ah, schön. Und anstatt Babypuder benutze ich NARS Translucent Puder. Ich bin keine cheap-ass Queen. Und wenn ich einen Dreck mache, mache ich mindestens den Dreck luxuriös. Kinder, ich sage euch nur eins. Bleibt in der Schule. Wird Lehrer. Du willst auf keinen Fall wie ich werden. Auf jeden Fall, guck, was für eine tolle Masse, dass wir da haben. Ich werde jetzt diese tolle Beauty Sponge. Oh, wow. Genau meine Farbe. Voll die schöne Abdeckkraft. Ich finde, the coverage ist light, aber es gibt einen wunderschönen Effekt. Man hat fast das Gefühl, dass man einen 3-Tage-Bart hat. Toll. 10 out of 10 werde ich absolut weiterempfehlen. Why? Wieso lebe ich überhaupt? Wieso existiert so viel Schmerzen? Wieso hat 5 Minutes Craft
45 Millionen Followers. Für solche Fragen werden wir niemals Antworten bekommen. Oh, ich raste aus. Und schon wieder haben wir eine fucking Binde hier. Ich bin einfach sprachlos. Wenn du dir eine kleine Städtereise für ein, zwei Tage leisten kannst, wieso kannst du dir nicht von Nivea, von mein Arsch, von was weiß ich, Reinigungstücher leisten? Wenn du dir eine Full Face of Motherfucking Make-up leisten kannst, wieso kannst du dir nicht eine normale Reinigungstuch leisten? Wie gesagt, Fragen, dass wir niemals eine Antwort haben werden. Ja, ich gehe jetzt reisen damit und ich werde jetzt versuchen, mit diesem Dreckspad meine Fresse abzuschminken. Von der tolle Foundation. Meine Mutter fragt sich bestimmt, was habe ich Falsches gemacht, dass meine Tochter ein fucking Idiot ist. Mama, es tut mir leid. Irgendwie muss ich mein Geld verdienen. Man könnte die Menschheit retten. Nee, was entscheide ich zu machen? Drecks-Beauty-Hacks nachmachen. Ich bin eine Schande und das ist mir bewusst. Abschminken tut sie 10 out of 10. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Oh nein, auf mein gutes Bild. 10 out of 10 würde ich meinen Psychiater wieder anrufen. Yes! Polizei, ich möchte jemanden anzeigen. Es gibt jemanden, der gestoppt werden muss. Ich weiß nicht, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, aber wenn der liebe Gott mir solche Aufgaben gibt, als gutes Schaf muss man die folgen. Drecks, Klebe, Gummi, Unterwäsche sind der größte Shit momentan. Denkst du, Mariah Carey schläft in Seidenunterwäsche? Ach, darling, never in her life. Never. Mariah Carey schläft nur in Gummi-Drecksunterwäsche. Und genau das werden wir heute nachmachen. Ich habe extra eine Drecks-Gummi-Pistole gekauft. Ich muss ehrlich sagen, die Unterwäsche, die der Typ kreiert hat, haben mir gar nicht gefallen. Die sind mir zu breit und zu trash. Ich will so dünne Unterwäsche haben, weil meine Arsch-OP war teuer. Und mein Arsch werde ich auf jeden Fall zeigen, ja? Okay, nicht hier bei YouTube, weil sonst werde ich demonetarisiert und Mama kann sich dann den Psychiater nicht mehr leisten. Wie lange muss ich jetzt warten, dass diese Scheiße warm ist? Hallo, hallo? Wieso funktioniert diese Kacke nicht? Oh mein Gott, diese Pistole ist noch langsamer wie mein Gehirn hier. Ich habe gerade den Klebekack reingetan und ist schon praktisch verbraucht. Und guck das, ich habe nicht mal eine Linie gemacht. Wisst ihr was? Ich kreiere Unterwäsche für meine fucking Katzen. Meine Katzen sind vielleicht sterilisiert und kastriert, aber sie wollen trotzdem sexy sein, ganz ehrlich. Wir haben absolut einen Scheiß daraus gemacht. Meine Lust zum Leben ist wieder da. Langsam haben wir verstanden, dass diese Leute bei den Beauty Hacks nicht so viel Geld haben, okay? Und das ist auch okay so. Es gibt manchmal Monate, wo man ein bisschen knapp bei Kasse ist. Trust and believe, ich weiß, wovon ich rede. Aber ich denke, wenn du dir Katzen leisten kannst, kannst du dir auch eine Drecksfellrolade, der Drecksrollt einfach, leisten. Das kostet 35 Cent bei fucking Penny. Da ich nicht koche, ich putze nicht, ich mache nichts, weil mein Leben ist unnützlich, habe ich auch keine Handschuhe. Deswegen, ich benutze diese Tasche als Handschuh, weil ich meine, es spielt doch gar keine fucking Rolle. Und wir machen mit ganz, ganz viel Freude Pünktchen drauf. Und mit hundertprozentiger Sicherheit wird diese Scheiße nicht funktionieren. Jetzt werde ich eine Katze von mir nehmen und ich werde die Katze bürsten und mal gucken, ob diese Scheiße die Haare von meiner Katze nimmt und behält. Weil Zorro nicht kooperieren möchte, nee, bin ich zu ihm gegangen. Und wir gucken, ob er ganz viel Freude dran haben wird. Es gibt keine Haare drauf. Nichts. Nichts. Lügen! Lügen! Nein, den Scheiß werde ich nicht mitmachen. Wenn du dir etwas gerade auf den Stirn setzt, du kannst nicht deine gebogene Augenbrauen zeichnen. Wenn du deine Augenbrauen
nicht zeichnen kannst, dann geh und mach dir Mikroniedling. Geh und tätowiere sie dir. Oh mein Gott, meine Katzen randalieren. Ich versuche da zu filmen. Mama versucht Geld reinzunehmen, so dass ihr auch fressen könnt. So auf jeden Fall mit dieser letzte wunderbare Hack. Toll. Werde ich dieses scheiß Video beenden. Wenn dir das Ganze gefallen hat und selbstverständlich hat dir gefallen, weil etwas so dumm findest du nirgendwo, abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, weil ich sage dir etwas. Ich bin psychologisch sehr, sehr unstabil. Und ich brauche deine Unterstützung, weil meine Psychiatern sind sehr, sehr teuer. Gönn mir etwas, das für dich kostenlos ist. Abonniere und aktiviere die Glocke. Gib ein Like an dieses dumme Video des fucking Todes. Und kommentiere. Rafa, du bist dumm. Rafa, du bist hässlich. Rafa, du bist eine Schande. Und ich werde dich für immer lieben. Mama glücklich zu machen ist so easy. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht. Und wir sehen uns ganz, ganz bald mit noch dümmeren Videos. I love you, my loves. Tschüss.